Was man zum Pornogucken braucht. Handcreme oder ähnliches. Zumindest manche von uns. Klopapier. Und seine Hand. Warum liegt hier Stroh? Grobes Geklatsche, würde ich sagen. Die Eltern waren auf einem Date, Babysitterin. Vater bringt sie nach Hause und dann ficken die im Auto. Vorspiel, Orgasmus und das Aufwischen danach. Meistens cis Mann, Frau, weiß. So ein Blowjob überspringe ich halt häufiger, weil das langweilig mag ich selbst auch nicht so bei mir. Probably hat der Mann mehr Spaß als die Frau. Alles total überspielt und gar nicht der Wahrheit treu. Wenn wir mal von cis-geschlechtlichen Rollenbildern ausgehen, vor allem der männliche Orgasmus, das, worauf der Porno hinarbeitet. So, wir suchen uns jetzt das aus, was uns vom Thumbnail her am meisten anspricht. Extreme Cream Pie Compilation. Nein, danke. My girlfriend and enjoy fucking. Ja, nehmen wir das. Potenzmittel online kaufen. Günstig, diskret und schnell. Also, die küssen sich jetzt schon seit einer Minute. Ich finde das gut, dass wir das nicht skippen, weil es ist irgendwie. Es ist irgendwie authentisch, ich weiß nicht. Man sieht erstens nur einen Penis. Einen riesigen Penis, an dem. Zwei Freunde. Das ist authentisch. So küsst sich niemand. Oh, okay, sie haben Sex. Okay, alles klar. Ja, der Schlüssel sehr hart. Muss ich sagen. Hübsch ist nicht so, ja. Sind auch große Brüste auf jeden Fall. Ich muss meinen Kopf die ganze Zeit schräg halten, weil das Video schräg ist. Manchmal finde ich das alles ein bisschen zu gewaltverherrlichend. Ich weiß nicht, es sieht nicht aus, als wenn es den Frauen Spaß machen würde oft. Die Frau wird immer unterdrückt, finde ich. Finde ich jetzt nicht so gut, weil auch im realen Leben ist es bei uns zum Beispiel andersrum. Ja, ich geb's zu. Ich schaue Pornos. Ich glaube, viele schauen Pornos. Aber niemand redet darüber. Was ist los? Was ist so schlimm daran? Haben wir nicht alle Lust auf Selbstbefriedigung? Hey. Na, wie geht's? Ach, ganz gut. Was machst du? Nix. Okay. Dann viel Spaß bei nix.